Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Amazing Spider-Man 2. Ich bin es, Adam Simafix, und ich denke, ihr seht schon, dass sich etwas geändert hat. Wir sind jetzt nämlich der schwarze Spider-Man. Und da ich immer Lust hatte, den Anzug mal wieder wechseln, wir werden jeden einfach mal durchwechseln, den wir so bekommen. Ja, Leute, was haben wir so gemacht im letzten Part? Mit unserem Freund Kraven haben wir jetzt uns ein wenig, wie sagt man so, defreundet. Defreundet, sehr schönes Wort. Denn, ja, wir haben dort einen Mann gesehen, der Cletus heißt und von dem wir immer noch annehmen, dass er der Mörder ist von den ganzen Banditen hier, der Cranish Killer. Und deswegen haben wir ihn dann abgehalten, ein weiteres Opfer zu bekommen. Kraven hat das aber nicht so gut gefallen. Oh, und da verschwindet schon wieder eine Nebenaufgabe. Ich hab jetzt alle gemacht, die geleuchtet haben. Da hat das Spiel einfach keine Lust mehr. Da findet es neue Missionen oder so. So, okay, dann machen wir die kurz. Das ist eh nur eine Prügelaufgabe, das ist super. Ich habe, wie gesagt, ich glaube, 3 oder 4 Nebenaufgaben gemacht. Und da haben wir jetzt eben wieder ein paar schöne Punkte bekommen. Ja, ich finde es ehrlich gesagt sehr nervig, dass man das nicht überspringen kann, diese kleinen Dialoge. Die dauern zwar nur 2 Sekunden, aber das sind 2 Sekunden zu viel, würde ich sagen. Und, ja. Nun haben wir ein neues Kapitel. Was das genau heißt, was wir in diesem Kapitel machen, wissen wir jetzt nicht so genau, weil eigentlich ist ja der Carnage Killer gefasst. Doch ich denke mal, da in dem Bild eine schöne Katze war, hat es etwas zu tun mit unserer lieben, netten Freundin Black Cat, alias Felicia. So, kein Ding, fertig gemacht und jetzt wieder weg, schnell und. Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht. Jo, das ist schön. Toll. Toll. Kann man überspringen? Nein, kann man nicht. Jetzt kann man es überspringen. So. So, gut, dann haben wir es geschafft und jetzt würde ich echt gesagt, oh, das sind Comic-Seite, die muss ich haben. Comic-Seite. Comic-Seite. Was? Ich habe sie nicht bekommen? Geht doch nicht. Wo ist die? Ah, da oben. So, wunderschön. Okay, 6 Comic-Seiten schon. Wow. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal schnell zu der nächsten Hauptmission. Und dann geht es auch mal hier wieder weiter mit der richtigen Story und Pimpf und Pampf und allen möglichen, was so ein böser schwarzes Spider-Man sonst immer so macht. So. Conway müssen wir beschützen, okay? Keiner sagt uns, was wir hier bewachen. Nur, dass es gefährlich ist und dass böse Jungs es wollen. Ist mir ein Vergnügen. Das Letzte, was wir brauchen, ist mehr gefährliches Zeug auf den Straßen. Gut, was da auch immer drin ist, wir werden es beschützen. Ne, ist ja nicht. Ein MG einfach. So, das MG würde ich sagen, zerstören wir auch schnell. Bam! Okay, MGs können irgendwie leichter zu kaputt zu machen als Menschen. Das finde ich schon mal sehr interessant. So, wir schießen einfach so lange. Hey Spidey, sieht das für dich auch so verdächtig aus wie für mich? Blendgranaten. So, dann müssen wir uns hier schnell um die Typen kümmern, bevor sie hier an das, was da auch immer drin ist, rankommen. So, der Typ da hinten schießt auf das, da müssen wir uns erstmal kurz um den kümmern. Sick. Ohne Waffen schießt sich nicht so gut. Okay, und dann sind sie auch keine so große Gefahr. Achso, die schlagen jetzt einfach den Konvoi kaputt. Klar. So, komm, wo bist du? Bleib doch hier, mein Freund. So, okay, die haben hier natürlich die Straße abgesperrt. Was wollen die und was transportieren die da zur Hölle? Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht alles war. Ich leider auch. Und deswegen tun wir jetzt erstmal hier ein paar Upgrades machen. So. Ich möchte, jetzt. Okay, jetzt ging's. So, Upgrades. Was haben wir denn? 9450 Punkte. Ich setze die irgendwie nicht ein. Der Schleuderer. Halter L. Okay, kaufen wir einfach mal. Ist billig. Kaufen wir. So, und den Schleuderer 2.0 brauchen wir auch nicht. Tempo. Ja, das ist eigentlich cool. Und was haben wir hier? Lähmen. Ja, Lähmen kaufen wir uns. Das ist das Wichtigste. So, das nächste Mal kaufen wir uns dann Tempo. So, wenn wir Geld, Zeit und Bock haben. So. Ja, ich sehe, dass da dein Kumpel einfach mal in die Luft gegangen ist. Spinnensender einsetzen. Die Wagen wurden mit Sprengsätzen versehen. Ich muss sie neutralisieren. Geil. Leute, was ist denn hier bitte los? Was ist denn bitte in diesem Wagen? 1 Million Tonnen Gold? Puh, besser da oben als hier unten.
Ganz ehrlich, Leute, ich frage mich echt, was da drin sein könnte. Es muss irgendwas Wertvolles oder was sehr Gefährliches sein. Ein nettes Feuerwerk in der Nachbarschaft. So, ich denke, wir warten erstmal kurz auf den Wagen. Auf meiner Liste. Ah, oh, Leute, was ist denn bitte hier drin? Das erinnert mich ein bisschen hier an, auch wenn es eigentlich eher Batman ist, an Batman, da irgendwie, wo der Joker überliefert, worden ist. Wo der Joker hier einen Wagen angegriffen hat und jetzt immer schon wieder geblendet. So, wo der Joker hier den einen Wagen angegriffen hat, wo der Harvey Dent drin war und dann alles schiefgegangen ist. So. Nee, du Typ. Du bleibst hier mit deinem hässlichen Pumpgun. Oh, da poppt er irgendwo oben. Irgendwo oben. Ist der tot? Der lebt noch. Der fliegt einfach mal 20 Meter hoch. Kein Ding. So, komm her und zackaboom. Die Typen sind ja kein Problem. Bam! Besonders gegen einen schwarzen Spider-Man. Das da? Achso, ich dachte, da müssen wir hier seismische Explosion machen. Weg da! Gute Arbeit, Spidey. Na los, wir ziehen weiter. Gut, ich bin gespannt, was du, was die hier dabei ist. Oh, nur mehr MGs. So, dabei ein, was? Zackaboom. Und. Zackaboom, schnell, mach Zackaboom. Und das. Ich hoffe, das sind keine Granaten. Aber das ist irgendjemand anders. Das muss ich ihnen Autobomben. Wenn die hier hochgehen, gibt es eine Katastrophe. Alter, Leute, gerade sind es mir hier zu viele Typen. Autobomben, Gegner, Gott und die Welt einfach. So. Rechtzeitig. So, okay, du kannst weiter. Da hinten ist noch einer. Nein, ich will entschärfen. Ach, da war ja noch. Okay, immer knocken wir die mit einem Schlag aus. Das ist nett vom Spiel. So, entschärfen. Das war gut. Alter, es wird ja gerade zu viel. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Schwingen. Und da, geil, nur in G-Turrets. Leute, was ist in diesem Wagen? Bösen Jungs aufs Maul zu hauen. Also, wie viel hier auf die schon auf die Straße gestellt haben, da muss hier echt der größte Schatz der Welt sein. Wird Fort Knox gerade irgendwie umgeliefert oder so? Vielleicht wird das gerade irgendwo anders hingebracht. Das also anders kann ich mir nicht vorstellen. Mal, dass ich Knoblauchpizza esse, bevor ich die Maske aufsetze. So, hier sieht es doch relativ entspannt aus. Okay, dann können wir erstmal wieder auf den Wagen gehen und schauen, was dann hier noch so Schönes kommt. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was hier in dem Wagen drin ist. So. Und wo ist die Polizeiverstärkung? Da sind wieder Polizisten. Okay, hier sieht schon wieder netter aus. Da explodiert gleich alles. Zentrale, hier Wagen 228. Wir haben das Kane-Museum überprüft. Nichts. Wir haben mit der Frau gesprochen, die uns angerufen hat. Sie schwört immer noch, dass Spider-Man eingebrochen ist. Aber das Gebäude ist verschlossen und es wurde kein Alarm ausgelöst. Verstanden, 228. Hat vermutlich zu viele von Jamesons Artikeln gelesen. Das Kane-Museum. Das ist nicht weit weg. Vielleicht sollte ich dort mal vorbeisehen. Ein bisschen Kultur kann meinem Ruf eigentlich nur gut tun. Okay, wer erzählt hier wieder schon böse Gerüchte über Spider-Man? Das finde ich nicht. Boah, diese Nebenaufgaben. Jetzt nerven mich die Nebenaufgaben. So, wollen wir mal kurz die aus dem Feuer retten oder lass mal die verbrennen. Ach, Leute. Wenn wir so schlimm sagen, dann müssen wir die ja schon retten. Diese Feueraufgaben, die hat mich richtig genervt. Eine von denen habe ich versucht und das hat einfach nicht geklappt, weil dieses blöde Krabbeln einfach nicht vernünftig funktioniert hat. So, aber das ist eine andere Nebenmission, das ist schon mal gut. So, und retten wir die. Ja, komm. Jo, schön. Hilft mir nicht, wenn ich hier eine halbe Stunde ansehen kann, wie der hier verbrennt. So, zwei sind es. Okay. Da oben. Okay. Letztes Mal sind wir einfach durchgehüpft. Letztes Mal sind wir einfach durch die Flammen gehüpft. Das ging besser. So, und dann da wahrscheinlich wieder raus. Bei meinem Glück kriege ich noch Ärger fürs Rauchen in der Öffentlichkeit. Ja, wir brennen und werden dafür bestraft. So kürze ich das. So. Da unten, eine Etage weiter unten ist der andere. So, okay, dann müssen wir erstmal ganz nach oben. Oh, was soll denn das? Nee, müssen wir gar nicht. Von wegen. So, Netzzug. Weg da! Und dann holen wir den. So, jetzt sitzt er nur fest. Jetzt bringen wir dich raus. Okay, geschafft, Leute. Gut, Nebenaufgabe abgeschlossen und nun sind wir wieder auch volle Stufe 3. Jetzt kommen auch wieder ein paar Nebenmissionen einfach weglassen. So, okay. So, schön, Nebenmission geschafft. Ja, Whitney, nerv mich nicht. Die dankbar
So, werden wir immer noch unsere Patschler sehen, der Amazing Spider-Man 1, der uns immer die ganze Zeit rum befohlen hat, irgendwas zu machen. Und weil sie bei dieser einen Mission, das werde ich nie vergessen, bei dieser einen blöden Mission musste man sie beschützen, während sie so Informationen holt. Und dann bin ich einfach tausendmal abgekratzt. Weil sie, also ich nicht, aber sie ist tausendmal abgekratzt. Und deswegen musste ich das tausendmal nochmal neu machen. So. Da ist ein Comic, den holen wir uns erstmal kurz. Yeah! Oh, und eine Bombe. Jemand hat eine Bombe gelegt. Ja, schön für dich. Ich muss das Gebiet kontrollieren. Vielleicht spüre ich etwas. Es ist schwer, ein Held zu sein. Ganz ehrlich, das ist nicht Spider-Man 3, wo es hier einen Typen gibt, der verrückte Bombe heißt. Hier stehen einfach nur Bomben so zum Spaß. Ja, das sind gar keine Bomben, das sind einfach nur so Furzbomben. Und das ist so eine Silvesterbombe. Irgendwie, die explodiert dann einfach und dann so, Konfetti! Chinesisches Neujahr! Dankang Rompa, irgendwie so. Nee, ich glaube, es war ein Spiel. Ja, irgendwie, irgendwas ruft man doch, wenn Kind dieses neue. Ja, ist egal. So, schwingen wir uns zurück. Vielleicht könnten J. Jonah Jameson und ich gute Freunde sein. Ihr werdet nie Freunde, du J. Jameson Jonathan. Ganz ehrlich, J. Jameson Jonathan ist der coolste Charakter im Spider-Man-Universum. Einfach mal, weil er voll böse und gemein zu Spider-Man ist. Apropos, ich hoffe, der taucht nochmal auf in dem Spiel. So, jetzt gehen wir in das Museum und jetzt mit der Hauptmission endlich mal, Hauptstory endlich mal weiter. So, und da ist sie, die Felicia, unsere Black Cat, unsere gute Freundin, Leute. Gut, dann, ich denke mal, warte. War sie vielleicht die, die den Anruf gemacht hat und Spider-Man hier, angeschwärzt hat, das würde Sinn ergeben. Ich wette, das ist eine Menge wert. Hände weg. Halt dich an den Plan. Wir warten auf die Spinne. Wenn du den Alarm auslöst und die Cops kommen, wird dich kein Geld der Welt vor dem Kingpin retten. Kapiert? Sie wollen mir eine Falle stellen? Mit diesen Trotteln? Im Ernst jetzt? Ich schalte lieber die Kameras aus, sonst geben die Cops mir die Schuld dafür. Mal sehen, was ich tun kann, bevor sie mich bemerken. Heißt das, der Kingpin hat die Leute auf uns hier geschickt? Habe ich das richtig verstanden, Leute? Was will der Kingpin bitte von uns? Ich weiß ja, dass er nicht so gut mit uns gut Freund ist, aber warum stellt ihr uns jetzt hier eine Falle? Es gab Ausflüge im Halt die Klappe und mach deinen Job. So, ich würde mich jetzt gerne abseilen. Na, das geht nicht. Gehen wir ins Museum. Die Lady. In Museen gibt es viel zu stehlen. Großartig. Ich glaube, ich weiß, wie mir gleich über den Weg läuft. Felicia, oder? Ach, Leute, gerade verwirrt mich das. Wer ist es, der hier beteiligt, der... Oh. Sorry. Was ich gleich mit diesen Gaunern mache, ist vielleicht nicht für alle Altersstufen geeignet. Bitte schalten Sie es alle ab, wenn Sie nicht unter 20 Jahre sind. es ist ein bisschen blöd. So, egal. So, erstmal wieder schön beruhigt. Wo, diese blöden Kameras, Mann. So wurscht, dass ich hier gefilmt werde. So. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das der Plan vom Kingpin ist. Und ich will eigentlich nicht, dass der Kingpin hier, dass der Kingpin hier recht bekommt. So, okay. Netschuss, wohin? Ah. Felicia, warum bin ich nicht überrascht? So, okay, das ist eigentlich keine gute Idee, die so einfach zu betäuben. So, Mietz? Was bist denn du für ein Typ? Was bist du bitte für ein Typ? Mietz. Ey, jetzt gleich gibt's Prügel, Leute. Mietz. Ey, das hat ja noch niemand mit mir gemacht. Mietz zu Spider-Man. Ey, ein wenig Privatsphäre, bitte. So. Das hat endlich mal wieder geklappt. Andere haben das zwar gesehen, aber das ist wurscht. Oder? Vielleicht auch nicht. Bin ich mir gerade nicht so sicher. So, da ist eine Kamera wieder. Die müssen wir erstmal wieder hier ausmachen. So. Und dann hier schön an die Decke, Leute. Schön an die Decke. Warum müssen wir gegen die Spinne kämpfen? Kingpin hat andere Leute. In seiner Gewichtsklasse. Ey, Kingpin hat einen Plan. Und bisher war alles gut mit ihm. Wenn du ihn kritisieren willst, nur zu. Schaufel dir dein Grab.
Warum will der Kingpin uns eine Falle stellen und warum ist Felicia hier, Leute? Naja, egal. Das werden wir, denke ich, bald herausfinden. Und dann werden wir den Kingpin alle machen, Felicia alle machen und alle machen. So. B. Von dir hätte ich mehr erwartet, Felicia. Weißt du, dass ich mich an eine Kasse stelle? In Schulen triffst du nur selten heiße Typen in engen Spinnenkostümen. Wir hätten uns zusammentun können. Ich meine, zusammenarbeiten. Gegen böse Jungs kämpfen, statt selbst böse zu werden. Es liegt in meiner Natur, die Regeln zu brechen, Spidey. Probier's doch mal aus. Vielleicht gefällt es dir ja, ein wenig böse zu sein. Aber für den Kingpin zu arbeiten, Felicia? Organisiertes Verbrechen? Du bist besser als das. Oh, du hast keine Ahnung, wie gut ich bin. Hier, er ist hier! So, Leute, jetzt machen wir es auf die altümliche Weise, weil ganz ehrlich, mir dauert es viel zu lange, wenn ich hier stealthen muss. Es dauert ungefähr 10-mal so lange, als wenn wir einfach alle Typen K.O. hauen. So. Bam! So, und gefesselt. Und kommst du rein? Dass wir allein gegen die Spinne kämpfen. Du hättest uns helfen sollen, Lady. Lasst euch das eine Lehre sein, Leute. Wenn ihr einer Frau folgt, nur weil sie eine gute Figur in einem Katzenkostüm macht, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Ich will ja das Richtige tun. Aber deine Vorgeschichte ist nicht die beste. Und das war der letzte. Bam! Der Attack war ja schön. Job nicht beherrscht. So, und jetzt holen wir uns die Katze. Doch. Hätte ich brav im Knast warten sollen? Bis ich alt und schrumpelig bin? Nein, danke. Also hat dich der Kingpin aus dem Gefängnis geholt? Wie viel Macht hat der Kerl? Darum geht es hier doch, oder? Macht. Seine, deine und meine. Wow. Wow. Nee, lass mich mal pusten. Die ist ganz schön schnell, Leute. Wirklich? So, okay. Aber mit der werden wir auch fertig, Leute. Denn wir sind es jede Minute. Wir werden doch nicht mit dir fertig. So, Netzzug. Zack. Okay, das ist genau wie diese schnellen anderen Frauen, die wir schon mal gesehen haben, Spinnen sind. Ja, ich bin Cat. An manchen Tagen. Da kann man sich nicht mehr heilen bei dir. So, okay, sie lässt nicht zu, dass wir uns heilen. Das finde ich schon mal nicht so cool. Ja, um einige schneller, leider. Alter Mann, ich kann nicht mal ausweichen. Lass den Kopf nicht hängen. Du bist einfach nicht so gut. Leute, sie, also das ist mit Abstand der schwerste Gegner, den wir bis jetzt mal hatten. So. Ich weiß nicht, was wir gerade gegen sie machen sollen. So. So, jetzt. Ah, ich will da aus dieser Sicht raus. Okay. So. Das Problem ist nur, ich kann mich nicht heilen. Alter Mann, das ist so mies, dass ich mich nicht heilen kann. Alter! Wer kann da schon widerstehen? Warum, Tölle, darf ich mich nicht heilen? Es ist so unfair, ganz ehrlich, Leute. Warum, Tölle, kann ich mich bitte nicht heilen? So, jetzt kommt sie wieder. Ey, sorry, scheiß. Also, irgendwie ist der Kampf blöde, ganz ehrlich. Warum dürfen wir uns bitte nicht heilen? Dann glaube ich, du So, was machen wir jetzt, Leute? Entweder wir heilen uns und kriegen dabei so auf die Kloppe, oder wir hoffen einfach, dass wir nicht mehr getroffen werden. Ich hasse dich, Blackhead. Du bist mir unsympathischer Bösewicht in ganz Spider-Man. Ganz ehrlich. Weil, ganz ehrlich, bei allen anderen könnte ich mich immer heilen. So, aber bei dir geht es ja nicht. Oh, ärgerlich, Mann. Richtig unnötige Niederlage war das gerade. Unsympathisch ist sie mir. Unsympathisch. Hoch 10. Die war schon in Amazing Spider-Man 1, weil da kam schon gegen diese Nerven, weil sie immer abgehauen ist. Da war schon ein langweiliger, nerviger Kampf. Und jetzt schon wieder. Leute, und deswegen machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.